Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winterdorf. Und heute wollte ich auf jeden Fall mal ein bisschen hier im Garten weiterarbeiten. Ich werde hier mal so ein bisschen terraformen, damit das alles ein bisschen schöner wird. Ich werde hier echt wahrscheinlich so einen schönen See machen mit Sandstrand. Und theoretisch könnte man auch unter dem See irgend so ein geheimes, so kleinen Witzpunkt machen. Ups, nein, das war die falsche Tasche. Stopp. So. Na gut, ist schon down. So einen geheimen Stützpunkt irgendwie machen. Finde ich persönlich ziemlich nice. Gut. Aber was auch nice wäre, werde jetzt vielleicht einfach mal so anfangen hier mit dem Bach. Schlängelt sich dann hier so ein bisschen durch das Ganze. So. Gut, dann muss ich mal hier irgendwie so ein bisschen schön machen, damit es nicht irgendwie, damit es so ein bisschen natürlich aussieht. Hier noch so ein bisschen, dann hier wieder so ein bisschen zurück. So. Und dann vielleicht noch mal. Dann am Ende kommt so eine Biegung. Für in den See dann rein. Das wird bestimmt ziemlich schön so. Da kann man so ein bisschen mal am Bach sitzen. So. Also so soll dann der ungefähre Verlauf vom Bach sein. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht damit, mit dem Blöckchen setzen und so. Aber ich hoffe nicht. Sonst würdet ihr dieses Video gerade nicht schauen. Gut. Sondern dass dann hier vielleicht irgendwie so der See mal anfängt. Damit es dann nicht so ein bisschen breiter wird und so dann hier so der See ist. Gut, das Ganze werde ich jetzt noch für die andere Seite ein bisschen machen. Ups, so. Es soll ja alles schön werden. Schön und perfekt. Zu Hause im Glück. Gut, anderes Thema, aber soll alles schön werden. Gut, dann wird jetzt erstmal hier. Gehe ich mal ein bisschen rüber. Damit man hier ein bisschen mehr Platz hat. So. Der noch weg. Da ist jemand ein bisschen breiter. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das gefällt euch überhaupt. Weil ich hier so plane und mache. Aber am Ende wird das hammermäßig aussehen, sage ich euch. Spreche ich euch auf jeden Fall. So, und das geht hier jetzt auch wieder so ein bisschen hier in die Breite rein. So, in den See dann. Gut. So ein Seewasser, so ein Meerwasser-Aquarium, wie ich zum Beispiel in den Herbstferien war, sowas könnte man auch bauen. Das wäre richtig hammermäßig. Dann jetzt irgendwie da unten drunter, beziehungsweise ins Meer.
das alles untergraben mit Gängen, die dann mit Glas sind. Das wäre bestimmt richtig geil, wenn man das so ansehen würde. Hier sind halt nicht so viele Fische. So, jetzt möchte ich das erstmal schnell grob machen. Ich glaube, da reicht die Erde gar nicht dafür. Ich werde es jetzt erstmal so ein bisschen grob machen. Aber am Ende wird das Ganze dann... Das wird und wird. So. Vielleicht hätte ich das dazwischen drin auch mal ein bisschen runtergehen lassen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Beziehungsweise. Gerade mal schnell gucken. Das jetzt hier. Wenn ich das jetzt hier alles nochmal auffüllen würde. Dann immer so ab und zu mal so ein bisschen runtergehen würde. Das könnte eigentlich ganz gut aussehen. Beziehungsweise ich hätte noch Platz bis hier oben. Ich werde das jetzt gerade mal hier so ein bisschen machen. Und dann später offscreen werde ich dann einfach nochmal Erde ein bisschen farmen. Erde farmen ist auch sowas von unlogisch. Um hier dann alles auch unten drunter zu füllen. Mit dem nicht jetzt hier so ein Bach haben und nur so leer sein. Das soll dann alles schön aufgefüllt sein. So. Also das Ganze wird dann so in etwa aussehen. Zeit ist Monster Farm, beziehungsweise Monster Spawn Area. Jetzt muss ich echt noch Erde holen. Unglaublich. Meine Güte. So. Habe aber noch ein bisschen Zeit. Da habe ich noch, glaube ich, genug Zeit, hier noch ein bisschen zu bauen. Und so. Wie gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht. Und das mache ich auch weiterhin. Und das ist eben Minecraft mit meinen Freunden hier zu spielen. Das ist das, was mir derzeit Spaß macht. Und das spiele ich jetzt auch. Ihr könnt auch gerne ein paar Wünsche in die Kommentare schreiben, was ich mal machen soll. Ich würde ja auch mal mehr Vlogs machen soll. Schreibt einfach mal alles in die Kommentare. Ja. Was macht der Hund da unten? Was so eine Frage. Doch mein Hund, oder? Jo. Sonst würde mir jetzt wahrscheinlich folgen, oder? Ja. Ich weiß echt nicht, was der Hund da macht. Aber... Lass hier mal offen, damit er hochkommen könnte, wenn er möchte. Oh, was ich auch mal ewig bringen wollte, ist CSGO. Werde ich mal gucken, ob ich vielleicht heute Mittag mal eine Folge aufnehme. Könnte dann vielleicht sogar schon draußen sein, wenn ihr dieses Video hier seht. Aber ich sag gleich, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Auch wenn ich viel daran setze, gut zu sein, aber klappt halt nicht so, wie ich das möchte. Gut. So. Also hier mal so ein bisschen mit Erde befüllen. Da richtig viel Arbeit. Nur damit ihr mal seht, wie das dann so in etwa am Ende aussieht. Manche können sich das nämlich nicht ganz so gut vorstellen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal, damit ihr wenigstens ein bisschen Fortschritt seht. Dass ihr dann in die Kommentare schreibt, du hast dir gar nichts gemacht. Was soll die Scheiße, du hast da ein bisschen Erde hingebaut und sonst nichts. Ja. Das wird noch. Ich sag's euch. Das wird. Das wird, das wird, das wird. Schlafen gehen.
und so, so ein bisschen dunkel. So. In der Zwischenzeit, da ich kein Essen habe, muss ich jetzt erstmal so nach Hause laufen. So. Ach ja. Ich könnte vielleicht meine nächste Folge wählen gehen. Beziehungsweise ich muss mir eine gute Strategie überlegen. Damit nicht so ein Tyrann Labadabi Bürgermeister wird. Beziehungsweise, wie kann hier was spawnen? Also vielleicht von oben runtergekommen. Na gut. Schlafe ich erstmal eine Runde. Mein Hund lässt vielleicht jetzt einfach hier sitzen. So. Einfach sitzen gelassen in den Arm. Muss echt was mir zu essen holen. Ich habe eigentlich so viel. Irgendwie nicht, wenn man es braucht. Na gut. So, Essen, Essen, Essen. Yummy, yummy, yummy. Nehme ich hier einfach meinen ganzen Stack mit. Unser Charakter ist schon ein bisschen verfressen. Meine Güte, wenn ich so viel essen würde, dann würde ich aber nicht mehr in diese zwei Plöcke reinpassen hier. Jetzt geschweige denn die Rüstung. Ist ja alles Einheitsgröße. Oh Mann, komm. So. So, dann werde ich jetzt hier das Ganze hier mal ein bisschen weiterführen. Weil ich hier schon angefangen habe. So ein bisschen schneller bauen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, damit wir wenigstens jetzt schon vielleicht diese Folge einen Bach in unserem Garten haben, was dann zu einem Teich, Fluss, nee, Quatsch, zu einem See wird. Ich muss auch erst denken, bevor man was sagt, weil das ist, wenn man sich konzentriert, gar nicht so einfach. Ihr sitzt zu Hause vor euren Computerbildschirm, vor euren Handys, esst irgendwas, Chips, Popcorn, keine Ahnung. Und ich muss mich konzentrieren. Für euch ist das Entspannung, aber. Vor allem mein Counter-Strike muss ich mal gucken. Wenn ich da mal eine Folge mache, wie stark ich da kommentiere, wahrscheinlich eher gar nicht. Weil ich mich da zu sehr konzentriere. Die Calls bei mir kommen wahrscheinlich auch eher nicht richtig, aber. Boah. Ich hoffe, das Bild zu entschuldigen. Vor allem vorhin einmal. Bevor ich überhaupt mal damit angefangen habe, so. Gut. Mache ich hier nochmal schön zu. Damit hier ja nichts reinkommt. Und dann werde ich mal hier schnell. Hier die Lava, Lava setze ich mal kurz hier hin. So, vielleicht nicht die beste Idee hier beim Holz. Mach ich einfach mal so. Also. Gut. Dann werde ich hier. Erstmal zubauen. Nein. So. Und ein bisschen. Hier das Ganze auffüllen und so. Und schöner machen. Also mache ich mich auf die Ebene. Warum kann das nicht einfach alles richtig mal laufen und man kann das was nicht einfach dahin gehen, so wie es will, ohne dass es setzen muss, das ist doch blöd. Ich will das ja irgendwie nehmen. Natürlich nicht.
Eventuell werde ich sogar vielleicht jetzt mal kurz den Fix Water Befehl. Fix Water, mach ich mal 20. Nein! Scheiße, die Welt ist überflutet. Na, obwohl. Ist gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, hier habe ich ja dann den Bach. Der dann hier in den See übergeht. Nee, ich finde, ist gelungen, oder? Kann man das auch wieder undo machen? Ah, gut, okay. Können wir sogar machen. Dann mache ich mal hier. Mache ich mal vielleicht nicht ganz so stark. Weil wir fix Water fünf vielleicht. 0 Blocks have been changed. 5. Hallo? Fix neue Blocks. So, jetzt nochmal. Nicht? Gut. So. Mit dem Befehl muss man ganz vorsichtig sein, vor allem wenn man Radiusgröße macht. Dann ist die ganze Welt überflutet. Hatte ich ja schon mal gehabt. Deswegen. Einer der gefährlichsten Commands, um die Welt zu überfluten. So, passt das dann mal. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Ich werde das jetzt hier mal auf diese Ebene hier bringen. Beziehungsweise ich mach's vielleicht trotzdem weiterhin auf die höhere Ebene. Können wir im Nachhinein noch ändern. Nix Water? Nix, okay. Und so. Und so. Hier noch einmal. Sehr schön. Gut. Ja, alles sehr, sehr schön hier. Funktioniert perfekt. So wie ich das möchte. Jetzt dieses Fixwater ist kein Cheat. Das gibt es, glaube ich, in ganz normal Minecraft. Bloß, deswegen finde ich, kann man das auch mal nützlich einsetzen. Nicht so wie ein Sabadar, wie das gemacht hat, damit die Welt überflutet ist, aber gut. Weiß gar nicht, ob man das auch ohne OP benutzen könnte, den Command. Hoffe nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich schon, aber das wird sich noch vorstellen, falls es jemand tut. Gut, dann würde ich mal sagen, ist unser Bach schon ziemlich fertig. Und mit das hier wird dann zu einem See, beziehungsweise vielleicht, also das hier wird dann nochmal abgegrenzt. Das Ganze wird dann so in etwa. Mache ich dann irgendwie hier hin, keine Ahnung. Und dann wird das auf jeden Fall ein großer See. Jo. Also ich finde die Idee ziemlich gut, deswegen mache ich es auch. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Das könnt ihr jetzt gleich mal nach dem Video mit einem Like zeigen. Beziehungsweise könnt ihr jetzt auch schon eigentlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Vor allem finde ich es auch gut, wenn ihr nicht nur immer halt große YouTuber guckt, vielleicht, sondern vielleicht auch mal kleinere YouTuber unterstützt. Denn, ich sag jetzt mal so, ich möchte jetzt natürlich auch nicht behaupten, dass ich alles super perfekt und so mache. Ich meine, Videos zu einer Qualität sind zwar schon relativ hoch, aber man kann immer noch so ein bisschen was besser machen. Und wenn man sich so den Verlauf ansieht, dann sieht man ja auch,
damit es besser wird. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch ein neues Mikrofon gekauft, damit das dann alles gleich von der Qualität ein bisschen hochwertiger wird. Und ich finde, sowas sollte man auch unterstützen. Nicht nur immer die großen YouTuber sehen. Und alles andere ist scheiße, so in der Art. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, was ich damit gemeint habe. Es geht natürlich jetzt nicht darum, dass, jetzt, keine Ahnung, dass ihr mich gucken müsst, sondern allgemein kleine YouTuber. Denn heutzutage als kleiner YouTuber ist es richtig, richtig schwer, überhaupt irgendwie so mal hier reinzukommen, beziehungsweise akzeptiert zu werden. Weil die Großen haben ihren festen Platz so auf YouTube. Aber die Kleinen müssen sich diesen Platz richtig hart erkämpfen. Das ist mal so ein kleinen, so ein bisschen nochmal Real Talk mit euch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Und jo. Mein Güte, komm. Quatschtisch. So. Muss unbedingt mal hier besser ausleuchten. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es jetzt gut ausgeleuchtet, aber anscheinend ist dem nicht so. Gut. Und dann würde ich mal sagen, war es das auch schon von der heutigen Folge mit Minecraft Winterdorf. Ich kann euch jetzt nochmal kurz zeigen, wie das dann aussieht jetzt bei Tag. Hier ist so den kleinen Bach, der ein bisschen durchschlängelt. In der Mitte wird es dann alles nochmal geterraformt und ich finde, und ein Zombie, hallo. Und ich finde, das wird und wird immer besser. Ups, nicht ohne. Nein. So. Jo, dann würde ich mal sagen, war es das von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein paar Däumchen nach oben da. Schaltet auch wieder morgen ein zu einer neuen Folge Minecraft Winterdorf. Abonniert mich und bis dahin, euer Waffenmeister und ciao, ciao.